willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Arcanum. Das ist jetzt schon fast 2 Jahre her, dass ich hier war, das letzte Mal, glaube ich, ungefähr. Da hatte ich noch nicht wirklich Schimmer, wie man Videos macht, war aber ganz begeistert von der ganzen Sache vom Frakta Games Archiv. Das war ganz am Anfang. Da war gleich Arcanum ganz vorne dabei, weil ich das großartig finde, das Spiel. Ich hatte dann auch irgendwann mal versucht, das Spiel weiter aufzunehmen, aber das kackte irgendwie immer nur ab. Das funktionierte leider nicht. Also ich habe ja die alte CD-Variante dazu verwendet, hat mal extra alle möglichen Patches aus dem Internet gezogen. Jetzt habe ich die Tage gesehen, es gibt jetzt Arcanum auch bei Steam, also aus meiner Sicht jetzt, ich weiß nicht genau, wie lang es da vielleicht schon vorher war, aber aus meiner Sicht, ja, gerade erst gefunden, habe ich mir natürlich sofort gegönnt. Hat leider auch nicht funktioniert, erstmal. Also da scheint an Windows 8.1 zu liegen, dass das rumspackt. Ich habe das dann instant, ohne mich groß weiter drum zu scheren, erstmal natürlich die Kompatibilitätsmodus umgestellt und dann habe ich auch gleich noch DXVND verwendet. Ja, jetzt habe ich einfach mal die Hoffnung, dass es jetzt vernünftig funktioniert. Also ich bin zumindest schon mal bis hierhin ohne Grafikbug und ohne, dass es crasht. Ich bin schon mal happy. Ja. Jo, dann gehen wir mal schnell ins Spiel. Das ist ein herrlicher Schnurrbart. Mit dem Schnorr ist auf jeden Fall. Das ist natürlich wie bei Fallout 1 im Prinzip. Ich glaube, es gab auch tatsächlich irgendwas, was akzeptabel war, aber ich habe jetzt auch keine größeren Nerv mehr, das anzugucken. Ja, den ganz anderen Krempel holen wir uns noch. Thank you.
Help me, please. Oh, thank you, my friend. I haven't got much time. You must find the boy. Find the boy and give him back his ring. He will know what needs to be done. Now listen to me. We had to do it. He did unspeakable things to us, and we had no choice but to do as he said. And there are so few of us left, but the work is almost finished, and then the evil, you can't imagine. He's coming back to destroy everything, everything and everyone. Please, just find the boy. Tell him that I escaped. I came back to warn. He will know what to do. You, my friend, it's all up to you. I can't believe it! I mean, you and then the Zeppelin and the fire! And the altar says that... Do you have any idea what all of this means? Gerade eben, das ist mein Freund. Aber ich muss ja ganz kurz in der Presse. So. Viel, viel angenehmer. Es ist, mag ja schön sein für 25 Sekunden, dieses Jammer, ja, diese jammernden Geigen. Aber dann kriegt man einen Anfall. So, das ist jetzt viel besser. Ach so, genau, stimmt, das ist jetzt auf Englisch. Jetzt muss ich mal abchecken. Ja, muss ich mal rausfinden, ob man da was machen kann. Also mir macht das nichts aus, wenn es auf Englisch ist, aber meine CD-Variante ist natürlich auf Deutsch gewesen. Und da Arcanum extrem viel Text hat, ist halt ein altes Spiel. Und damals war das noch gang und gäbe. Da konnten die Leute noch lesen. hat das auch keinen weiter gestört. Mich stört es jetzt auch ehrlich gesagt nicht weiter, dass es jetzt auf Englisch dann ist. Also weder, dass es viel Text ist, noch, dass es halt jetzt auf Englisch ist. Nur wäre es halt für euch, also ich will euch jetzt nichts an der Stelle, aber es gibt natürlich ja immer Leute, die sind jetzt... Sagen wir es mal so, die sind jetzt nicht so begeistert davon, seiteweise englische Texte sich anzugucken. Und ich habe jetzt auch nicht immer unbedingt... Sag mal, was sind das für Wölfe? Auf was haben die hier gesetzt? Ich habe jetzt auch nicht unbedingt die Muse, all diese Texte immer zu übersetzen. Na, also, ich muss einfach mal gucken. Vielleicht kann man da was machen, dass man dann die deutsche Variante, also zumindest hier, was den Text angeht, irgendwie reinpatcht, macht, tut. Ich weiß nicht. Muss man mal gucken. Wenn nicht, dann... Weiß ja, dann muss ich halt doch vielleicht immer grob zumindest übersetzen, worum es gerade geht. Also im Moment ist er halt irgendwie begeistert. Also er ist erstaunt hier, der Kapuzenträger, warum ich auch lebe. Ich habe Arcanum, muss ich ehrlich zugeben, glaube ich, nie durchgespielt. Ich habe mir das zwar damals gekauft, ich fand es großartig, aber es zieht sich halt auch unheimlich lange und es ist auch ziemlich hart teilweise. Also es gibt gerade am Anfang mit die erste Quest, die wir dann gleich sehen werden, wenn wir in dem Dorf dann sind. Die ist schon knackig und beziehungsweise eben der Kampf, den wir da zu bestehen haben. Irgendwann hatte ich ja mal eine Pause gemacht vom Zocken und habe was ganz anderes gespielt und dann habe ich aber irgendwann wieder Lust gehabt, wollte weiterspielen, dann habe ich das Save Game geladen und habe überhaupt nicht mehr gerafft, worum es ging. Und da war mir auch hier mein Gedönsigkeits... Ach, kann ich gerade nicht zugreifen. Buch nicht wirklich die Hilfe, weil die hat mich nur noch mehr verwirrt, weil ich mir absolut nicht mehr erklären konnte, was als nächstes zu machen sein sollte und so. Und dann nochmal neu anfangen hatte ich damals keinen Bock und deshalb ist es auf dem Weg irgendwie geblieben. Aber ich glaube, das kennen viele Rollenspiele. Dieses mittendrin mal aufhören und dann nicht mehr reinkommen, dann einfach nochmal neu starten. So, I can't believe it, bla 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 bla. Sag mal, wo bereitest du jetzt eigentlich? You speak. Ja. I mean... Of course you speak. What am I, a blathering idiot? Wait, what did you say? Maybe I should be writing all of this down.
Ich muss aber sagen, ich mag die Stimme im Englischen von dem Virgil lieber als im der deutschen Synchrofassung. In der Synchrofassung ist er sehr ernsthaft irgendwie, finde ich. Hier ist er, klingt er eher wie ein Charakter aus einer Terry Pratchett-Verfilmung. So, what the bloody hell, bla bla bla. I am at a loss here. I don't quite know what to do. I mean, you are the of course you are. I mean, please forgive me. I'm making a bloody mess of this whole affair. My name is Virgil, sir, and I'm new to the Penari religion, your religion, and I... Oh, wait! I hereby dedicate, commit my life to the living one. I, Virgil, am at your service, sir. Yes, yes, of course you're not really him, just his reincarnation. I mean, that is the case, right? I have to admit, I'm no expert in Elven philosophy or prophecy. Bloody confusing, you know. All those these thous. not that it's not interesting. Yes, right. Just give me a moment here. You see, the Penari, that's the religion that was formed around the things that he said. I mean, that you said. Oh, forget it. Let's start at the beginning. Or this beginning, since there is a lot more that came before this. You are the reincarnation of a powerful elf who the Penari worship and whose name is, right. Yes, the name. Wait. I remember something. It is written in the scriptures. The living one will live again on wings of fire. No, wait. I think it says, reborn on wings of fire. Oh, blood and ashes. Why do elves always have to be so damn cryptic? I don't know about the ring, but this business about the evil one returning. As I've said, I don't know a whole lot about the Penari prophecies, but I think you were supposed to return and fight someone evil. Bloody hell, I should know more of this. Ist ja super. Ich soll gegen jemanden kämpfen. I would like to clear up your confusion, but I am new to the Penari religion myself. I must bring you to meet my mentor, Elder Joachim. He can answer your questions. He is in Shrouded Hills, a town at the base of these mountains. The path out of here leading down to Shrouded Hills is down to the southeast. We'll stop by the Penari shrine on the way out. See if it makes any of this any more clear. We should look for any other survivors before we leave, though. What do you think? Oh, dann plündern wir die Toten. Also, das hat doch gemeint, oder? So. So, genau. Das ist nämlich sehr schnell, sehr voll. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich das auf Englisch spiele, weil ich habe den Eindruck, vielleicht könnte tatsächlich in der deutschen Übersetzung da, obwohl die eigentlich sehr gut war. Also in die Synchro, sondern die Textübersetzung fand ich eigentlich sehr gut bei Arcanum. Da will ich jetzt auch nichts Schlechtes sagen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn ich das Englisch, also wenn Englisch das Original ist und ich schaue es mir auf Englisch was an bei so einem Spiel, dass da manchmal etwas irgendwie ein bisschen klarer rauskommt, gerade bei den Quests, als in der deutschen Übersetzung, wo dann vielleicht irgendwie ein bisschen schlecht übersetzt ist. Es gibt ja so Spiele. Hier fand ich es eigentlich immer ganz okay. Komm, wir ziehen an, dann ist er aus dem Dingsbums raus. Oh, das hört sich nicht gut an. Kommt ein Wolf. So, dann sacken wir mal alles ein, was hier nicht lieb nagelfest ist. Weil das war eine der Sachen, die damals ganz, ganz großartig eben an Arcanum waren. Und ich glaube, deshalb haben auch die wenigsten Leute wirklich sich in diesen magischen Bereich gegeben. Also es ist ja so bei Arcanum, ne? Das ist ein Steampunk-Spiel. Und man muss sich eben im Prinzip entscheiden, ob man in die
ob man in die technische Richtung gehen will. Ja, dann kann man hier so ganz viele Sachen eben basteln und anwenden. Oder ob man eben in diese magische Richtung gehen will, dann kann man ganz viele Zaubersprüche entwickeln. Ich kannte jemanden, der hat tatsächlich das mit der Magie gespielt und hat gemeint, dann ist es viel leichter mit der Magie, weil die Magie ist super, super mächtig in Arcanum. Das mag sein, aber ich denke, was Arcanum richtig geil gemacht hat, das waren die extrem lustigen Waffen, die man sich basteln konnte. Die Waffen, die Granaten. Und ich hatte immer den Eindruck, wenn mir jetzt und die Rüstung und sowas, und wenn mir da jetzt ernsthaft jemand auf den Keks gehen will, dann blase ich ihn halt einfach weg. So, und das Ganze wird dargestellt, also am Anfang ist man quasi neutral. Und je nachdem, in welche Richtung man sich entwickelt. Also das ist die Entwicklung gut und böse. Ja? Also ob ich jetzt gut oder böse mich verhalte in dem Spiel. Aber die Entwicklung, ob ich mehr in die Magie oder in die Technik gehe, das ist hier. Genau, das wird hier angezeigt. Und da ist man halt am Anfang auch neutral. Je nachdem, wie man sich da entwickelt. Ja, das können wir am Anfang eh nicht gut, dann würde man es nur übelst verletzen. Genau, und das sind so diese Rezepte. Und deshalb nimmt man dem Spieler wirklich alles mit, was nicht nie nagelfest ist, weil man es nie weiß, ob man das in irgendwas nicht verbauen kann. Zum Beispiel in der großen Stadt, in die man dann als nächstes kommt, wenn man dieses blöde Dorf hinter sich gelassen hat, da gibt es auch Mülleimer und die füllen sich immer wieder und das ist großartig, weil irgendwann geht man dazu über, ständig diese Mülleimer zu checken, weil man da halt irgendwas rausnimmt, damit man irgendwas bauen kann. Also Knurre höre ich schon mal. Ich weiß gar nicht mal genau, wie das mit den Kämpfen war. Ich habe die immer rundenbasiert gespielt, aber ich weiß nicht, ob das standardmäßig auf Runde eingestellt ist oder ob das nochmal in diesem anderen... Also das kommt man unterschiedlich einstellen, wie man die Kämpfe ablaufen lassen will. Müssen wir gleich mal gucken. Wir werden eh gleich in den ersten Kampf mit so einem Wolf geraten. Nehme ich mal stark an. Na, guck an. Are you blind? What in God's I mean, better luck next time. Ich habe direkt am Anfang mein Schwert verloren. Jo, das ist standardmäßig anders eingestellt. Ja, ist aber nicht beschädigt worden dabei, das ist okay. Ich habe es nur verloren. Hier haben wir da wieder falsch. Options. Game. Auto-Detect. Always run. Follower. Default. Combat. Real-Time. Turn-Based. Fast-Turn-Based. Gut, Turn-Based zieht sich natürlich gerade am Anfang vom Spiel, wo man 50 Millionen Mo Truft schlagen muss, bis irgendwas mal umfällt, weil man ständig nicht trifft. Da tendiere ich gerade dazu, das wirklich mal Echtzeit zu lassen. Virgil, wer hat dir erlaubt, sich hinzulegen? Virgil, das ist gut an Virgil, er kann zaubern. Virgil, dein Stock. Virgil. Nagelkopf. What is it that you want of me? So. Da, Churchill. Ach, Churchill. Virgil. Da ist dein Stöckchen wieder.
Hatten wir den jetzt schon oder nicht? Ah, das verwirrt mich gerade wieder. Oh, das war so plump. Ah ja, bei denen waren wir, da liegt die Todfrau. Oh. Ekelhafte kleine Viecher. Und dazu noch arm. Als ob ekelhaft zu sein nicht noch schlimm genug wäre. Oh. Are you blind? What in God's I mean, better luck next time. Ja, das ist nicht das Schöne an Virgil, er heilt einen. Ich glaube, ich habe jetzt sogar schon genug zusammen, um Medizin herstellen zu können, wenn ich es denn schon könnte, das Rezept. Aber ich kann es leider nicht. Ich hätte natürlich jetzt bei ganz am Anfang das schon einstellen können, dass er das schon kann. Aber ich wollte dann doch lieber, dass er die Punkte vergibt auf, also dass die Punkte vergeben werden hier auf Stärke und Intelligenz und sowas. Ich mag den Virgil. Man kriegt noch mehr Gefährten. Ich glaube, man kriegt auch einen Hund. Also in der Hinsicht war das, glaube ich, wie bei Fallout. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ah, das ist einer von den Orks. What is this? It seems a strange flying device, but much smaller than the blimp. I've never seen anything like it. And isn't that an ogre among the wreckage? It seems very unlikely that an ogre would have the intelligence to fly such a complex device. Do you see that strange amulet that he's wearing? And that symbol on its face? I don't recognize it. Do you? Ah, something isn't quite right about all of this. I don't remember the, scriptures talking about flying ogres and the like. We'd better get to Shrouded Hills and find El- and be careful. These wolves are none too friendly. Maxim Machinery Caledon. Mit denen sollten wir auf jeden Fall mal reden. Es ist auf jeden Fall, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so wirklich spannend ist, ziemlich wichtig, dass man das ganze Terrain absucht. Einmal hier oben wegen dem, wegen der Flugmaschine mit dem Oger. Und dann muss man auch sagen, jedes bisschen XP, das wir... Oh Scheiße, das ist ein bisschen heftig. Jedes bisschen XP, das wir sammeln, brauchen wir auch wirklich. Are you blind? What in God's... I mean, better luck next time. Das wird jetzt aber langsam albern. Are you blind? What in God's I mean, better luck next time. Wow. Virgil, heil mich mal bitte. Dankeschön. Alter Schwede, das wird knapp. Wir sollten ganz kurz warten, vielleicht bis Virgil sein Mana ein bisschen regeneriert hat. Ja, auf jeden Fall ist es extrem wichtig, dass man so viel XP sammelt wie möglich, gleich am Anfang schon.
So und oh. Der Punkt ist. Oh Scheiße, der greift direkt an. Ja, weißt du, ich kann dir nicht helfen, der hat mich hier gebunden. Aber ich habe die Hoffnung, dass er wiederkommt. Und dann zoppt er sie. Hat doch gar nichts. Ach doch, ach ja, der hatte hier drin, hatte der noch den Dolch. Ja, aber ich glaube, der war nicht doll. Ja, aber ich glaube, der Virgils Stock ist, glaube ich, auch besser. What is it that you want of me? Nö, ist er nicht. Der will, glaube ich, nicht mit dem Stock kämpfen, mit Dingsbums kämpfen. Ich glaube, der will. Doch, macht er. Aber ich glaube, wenn ich ihm seinen Stock zurückgebe ins Inventar, wechselt er sofort die Waffe. Wir lassen mal kurz mit Message kämpfen. Wenn es nicht funktioniert, können wir immer noch ihm den Stock wiedergeben. Das ist mal eine erfreuliche Ausbeute. Ich habe hier unten geht's raus. Also das Spiel ist so aufgebaut, wir müssen nicht die ganze Zeit, die ganze Welt so erkunden, sondern wir haben eine Weltkarte, darauf wird gereist. Ja, das war früher häufig in so Spielen so. Und wir haben immer so quasi kleine Kartenabschnitte, so wie hier das, auf denen wir uns dann bewegen, für Städte oder eben für in dem Fall die Absturzstelle und so Geschichten. Und dann gibt es natürlich immer wieder Zufallsbegegnungen, wenn man auf der Weltkarte umherreist. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also ich weiß, es gibt eine ganze... Also was heißt, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht, ob das jetzt auch gepatcht ist. Weil ich weiß, es gibt im Internet eine ganze Menge von Patches zu dem Spiel. Weil die Release-Version, die 1.0, war schon... das heißt ja relativ buggig, aber sie war jetzt auch nicht unbedingt... Also es war schon einiges noch zu machen. Und deshalb war das immer sehr nützlich, wenn man sich diese Patches runtergeladen hat. Aber A, ich weiß nicht, ob das hier schon drin ist. Und B, weiß ich nicht, ob diese Patches aus dem Netz kompatibel werden hier mit dieser Steam-Variante. Are you blind? What in God's... I mean, better luck next time. Wobei, so wie das gerade eben, wie ich das gestartet habe beim ersten Mal und das ständig gecrashed ist und rumgebuggt hatte, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die sich da keinen abgebrochen haben mit der Anpassung für moderne Systeme, sondern einfach das Spiel, wie es war, direkt in Steam geballert haben. Das wäre natürlich, dann könnte man, das wäre natürlich auf der einen Seite nicht unbedingt gerade toll, weil das würde eigentlich nur zeigen, dass da jemand irre faul war. Aber es würde natürlich dann auch möglich machen, dass man die Patches draufspielen könnte. Natürlich wäre es am coolsten, wenn sie das Ding wirklich alle Patches schon drin hätten in dieser Steam-Variante. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass man das Spiel dann noch bei Good Old Games kaufen kann. Kann durchaus sein, dass die von Jungs von Good oder die Mädels, ja, sagen wir die Mädels und die Jungs von Good Old Games, die sind ja tendenziell sehr gut, wenn es darum geht, Spiele zu releasen, also in ihren Shop zu packen und wirklich die in dem letzten möglich gepatchten Stand dann auch da reinzupacken. Das ist bei Good Old Games immer super Sache. Das ist ja leider bei Steam nicht so. Das hatte ich jetzt schon häufiger, dass bei Steam zwei alte Spiele reingepackt wurden bei von denen, die da die Rechte dran gekauft haben. Aber das waren meistens die 1.0er instabile oder ungepatchten Varianten.
Sehr schön. Dann gehen wir da mal drauf. So, jetzt habe ich einen Punkt, nämlich zu vergeben. Jetzt könnten wir eigentlich wirklich mal anfangen, uns darüber Gedanken zu machen. Aber ich glaube, das Problem ist, ich finde relativ früh am Anfang nichts, aus dem ich die Knarre bauen könnte. Ich glaube aber, dass ich in der Lage sein werde, einen Molotow-Cocktail. Wir lassen das mal, wir vergeben den Punkt mal noch nicht. Ist ja nicht eilig, er geht ja nicht verloren. Ich weiß nämlich noch, dass das Dorf sehr knackig war, der Kampf. Und. Ah ja, da geht's raus aus der Karte. Und wir echt schauen müssen, wie wir das schaffen, anhand von dem Material, das ich dort dann bis dahin zur Verfügung habe in meinem Inventar. Und dann müssen wir, dann können wir uns immer noch entscheiden, was wir dann davon verwenden. Ich glaube, da ging es doch raus, oder? Wobei, andererseits, ich kann mich vage erinnern, dass im Südosten. Wir klicken da mal kurz ein. Es kann sein, dass das eine Höhle ist. Genau, das war, glaube ich, so eine Höhle. Ups. Ups. Virgil. Okay, die scheinen jetzt so wirklich stark zu sein. Are you blind? What in God's... I mean, better luck next time. Was ich mir mein Schwert zerbrochen? Ne, es liegt da, ich sehe es. Oh, Kacke, Virgil, wir verlieren. Seriously hurt, sir. Please help me. Wir sollten abhauen, Virgil. Ich hoffe, er haut mit ab. Ich hoffe, er ist nicht so bescheuert und bleibt allein drin. Wenn er mit rauskommt, können wir uns nicht draußen heilen, dann nochmal reingehen. Ich habe im Südosten geht es nämlich raus von der Karte. Hier im Nordosten, das war einfach bloß so eine Höhle, die man plündern kann. Hm, hoffentlich ist das Spiel jetzt nicht gecrashed. Ah ne, sieht gut aus. Denke ich. Weiß ich nicht. Scheiße. Nein. Okay, und er ist mit rausgegangen. Sehr gut. Gut, dann chillen wir mal ganz kurz, Virgil. Und dann gehen wir gleich nochmal rein und kloppen den Ratten aufs, auf den Sack. Ja, ich weiß, ich habe keine Waffen mehr. Virgil, pass mal auf. Pass mal auf, ich brauche deine Waffe. Du kriegst deine wieder. Ich glaube, überprüfen wir mal ganz kurz, ob meine Theorie vorhin stimmte. Ja, der bevorzugt nämlich seinen Stock und what the? Warum wird das schlechter, wenn ich statt mit der Faust mit dem Ding zuhau? Sensationell. Ja, dann von mir aus verdreschen wir es mit der Faust. Ist mir recht. Sehr schön, Salpeter brauchen wir, wie jeder weiß, für Schwarzpulver. Weil eine Pistole allein bringt uns ja nichts, wir müssen auch Munition haben. Oh, warte mal, der ist echt beschädigt worden, irgendwie jetzt beim letzten Verkacken. Hm. Gleich mal gucken. Oh, sehr schön. Oh! Da ist Dings dabei. Broken Flintlock. Unmittel. Oh, 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 oh.
Wir können eine Knarre bauen. Nur, Knarre bauen, keine Muni haben, ist auch scheiße. Ne, ich habe keine Munition. Und ich habe auch, glaube ich, noch nichts. Ich habe nur Salpete. Ach! So. Ja. Heilung, Schmeilung, alles scheißegal. Oh, das nervt mit Escape. So. Ja, die könnte ich herstellen, das wäre schon klar. Da ist nirgends so Munition. Kann ich Munition nur kaufen? Kann das sein? Da ist der Salpeter in der Stun Grenade. Und da unten beim Dynamit natürlich. Scheinbar konnte ich Munition gar nicht selbst herstellen. Kann ich mich gerade daran erinnern? Habe ich die immer gekauft? Ja gut, aber so oder so, es ist irrelevant. Ich habe keine Muni, das heißt, ich brauche jetzt kein Pistol zu bauen. Dann bleibt es dabei, wir warten erstmal ab mit den Punktevergabe, bis wir im Dorf wissen, was wir zur Verfügung haben. Halt zu schwer, ist mir gerade egal. Wobei, wir können ja ein bisschen was an Virgil abgeben. Oh, der lebt noch. Ich hatte gedacht, wir plündern die Leiche jetzt. Ah, nee, das war dieser Geist. Ich glaube, daran erinnere ich mich. Das war dieses alleinstehende Haus, wo ich hingehen sollte, gell? Genau, Abala, da erinnere ich mich. Ich glaube ihm natürlich nicht, vor allem weil der Bandit dran steht. Aber er trägt mir das in die Karte ein und dann finde ich diesen Abala und sowas. Dann ist das natürlich die Quest, die dann als gescheitert, aber das macht. Bon, Monsieur, wir haben eine Knarre und wir haben Munition. Wir müssen aber erstmal Krempel loswerden. What is it that you're telling me? Ja. Du, mein Freund, bist doch mein Jünger, ja. Und als mein Jünger darfst du den Scheiß jetzt schleppen. So, als guter Jünger, finde ich, ist das jetzt genau richtig. Ach stimmt, der sortiert sich nicht selbst. Nur wenn ich so quasi so rüberschnick, oder? Nee, nicht mal dann. Ja, das kriegst du. Ja, Stahl, du darfst auch den Stahl tragen. Ich finde, das lehrt Demut. Ja, und Demut ist wichtig für gläubige Menschen. Ach, guck mal, da ist noch eine Granate. Wir haben Dynamit. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so gut ausgestattet war, bevor ich ins Dorf gekommen bin.
Vielleicht doch die gepatchte Variante. Ein Mirakel. So, aber das müsste schon genügen. So. Wie viel Beschuss haben wir? 15. Das verbrauchen wir jetzt natürlich nicht bei irgendwelchen Ratten oder Wölfen, sondern das heben wir uns natürlich auch fürs Dorf. Aber ich würde sagen an dieser Stelle, wir setzen unseren ersten Cut, sonst gibt das wieder so ein endlos langes Video und dann schimpfen mich wieder alle und dann bin ich wieder böse Monty und mein Karma wird versaut und ich komme nicht ins Nirvana und das ist natürlich alles total ungünstig. Deshalb würde ich sagen, jetzt ein Cut und wir sehen uns hier natürlich wieder. Das ist natürlich für mich jetzt ein perfekter Anreiz, mit dem Factor Games Archiv endlich auch mal Arcanum durchzuspielen nach all den Jahren. Bis dato, wenn ich das richtig sehe, läuft das ja auch ziemlich stabil. Es hat so ein leichter Hänger, also es geht so ein bisschen schwergängig jetzt. Weiß nicht genau, ob das im Laufe des Spiels so ein Problem wird, aber zurzeit ist es okay. Und wegen dieser englischen und deutschen Geschichte werde ich mal gucken. Ich würde an dieser Stelle sagen, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.